Und anschließend kommt dann die Verteidigung, das war, glaube ich, Rohan. Gute Idee, ja. Ja, ich habe es früher auch schon gestartet. Ja, ich bin auch schon drin. Wer von euch ist denn bereits im Hamachi? Weil Ich. es gibt ja keine Server und nichts mehr. Von dem her müssen wir da über Hamachi das machen. Also ich bin gerade schon in diesem Netzwerk drin, was du gesagt hattest. Ich bin auch drin. Geht es auch über Tangle oder? Ich habe jetzt Tangle noch nicht gemacht. Ich kann es dann probieren, wenn du gezogen wirst. Das sollte ja kein Problem sein. Ich habe nur gesehen, dass einige in Skype meinten, sie kriegen Tangle nicht zum Laufen, weswegen ich jetzt Hamachi genommen hatte. Weil ich Ja, krieg bei mir nämlich hat das auch nicht das, so ich krieg nämlich geklappt. das Hamachi eben nicht so zum. Okay. Ja, frag ich gerade. Ja. Nee, schau mal gleich mal. Und dann sagst mir dann einfach, wie es ausschaut. Also der Okay. Stream, upsie, der Stream müsste jetzt online sein. Und dann guck mal jetzt einfach mal. Also ich ziehe jetzt. Stellt euch einen Trommelwirbel vor. Könnte einen machen. Und der Angreifer, nee, warte, Mordor ist, doch, ihr greift an, ne? Boah, ich bin da so schlecht drin. Richtig, ihr greift an. Der Mordor-Angreifer ist Newton. Ist der Newton noch da? Nicht dein Ernst, oder? Ja gut, vielleicht ist er kurz aufs Klo oder hat Probleme mit dem Mikro, keine Ahnung. Jetzt warten wir noch kurz. Glaube, er ist sprachlos. Hört ihr mich? Ja, du glücklicher Newton wurdest gezogen, um in Mordor anzugreifen. Rohan wäre besser, aber Mordor ist auch in Ordnung. Ja, ich habe jetzt erst den Angreifer gezogen. Okay, also du bist dabei für Mordor. So. Jetzt mache ich hier noch. Okay, du kannst ja schon mal ins Spiel kommen. Und dann stell mal alles ein. Ich werde während dem Spiel Skype, also die ausmachen für mich, auflegen. Weil ich das wie auf YouTube meine Let's Plays ganz normal kommentieren werde, was ich tue und was nicht. Und wenn das vorbei ist, dann rufe ich euch wieder an und dann ziehen wir den Okay. Verteidiger aus. Ihr könnt's derweil, die jetzt Pech hatten, natürlich sehr gerne auf dem Stream zugucken. Ihr könnt selber noch hier in Skype anrufen und reden, wenn ihr möchtet. Ich stelle halt alles auf stumm. Wie ihr möchtet. Also da könnt ihr euch selbst ein bisschen Initiative zeigen und zusammenraufen, wie es euch am besten Okay. gefällt. Ja. Jo. Super, jetzt schaue ich nur noch, dass der Newton ins Spiel kommt. Ich erstelle das jetzt schnell. Mordor. Genau. Ist auch schon drin. Perfekt. Was ich jetzt nochmal fragen wollte, versteht man mich jetzt auch richtig, oder? Ich verstehe dich sehr gut. Okay, Ja, ich dann ist auch. gut. Okay. Dann ist gut. Nee, Alles weil mein klar. Mikrofon hat nämlich vorhin ist kaputt gegangen. Ah, nee, immer blöd sowas. Dann habe ich jetzt gerade so einen Billigersatz-Cut geholt. Daher ging das jetzt. Also, ich habe euch zwar gehört, aber ich konnte halt nicht antworten. Das Okay, war halt. okay. Alles klar. Also das sieht soweit jetzt gut aus. Ich würde sagen, wir fangen dann an. Ich lege jetzt auf und ich melde mich dann, sobald die Schlacht vorbei ist. Okay. Viel Dann Erfolg. viel Glück. Danke. Ciao. So, jetzt gucke ich noch. Stream ist da. Jetzt schalte ich nur nochmal um. Ingame. Lasst mich das nochmal gucken. Wahrscheinlich hätte ich das Ganze alles nur zeigen sollen. So, sieht doch ganz gut aus. Jetzt fragt man im Messenger, ob er bereit ist. Nicht, dass wir da starten, ohne dass das irgendwas ist. Okay, er ist bereit. Jetzt lasst mich nochmal schauen. Ich will da ganz sicher gehen, dass da alles passt. Also das Mikrofon scheint zu passen. Desktop müsste eigentlich auch passen. Ja gut, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, Standard-Positionen sind zufällig. Ich wollte eigentlich mit Mordor spielen, aber das habe ich jetzt verratzt. Jetzt ist es halt Zufall. Menschen, na gut. Weil eigentlich hatte ich vor, mit der Rasse zu spielen, die dem Gebiet entspricht. Das war so meine Idee. Klappt jetzt nicht. Jetzt gucken wir einfach mal, wie es wird.
Wird schon irgendwie werden. So. Ich baue jetzt hier erstmal zwei Farmen. Hol mir das Kriegshorn. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Opening. Wenn ich hier bin, ist es sehr wahrscheinlich, dass der gute hier oben gespawnt ist. Der gute Newton. Oh. Oh oh. Ah, sehr schade. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ist natürlich doof, wenn sowas passiert, wenn das häufiger vorkommt. Jetzt haben wir nämlich, ich hab's vorhin nämlich extra probiert. Und zwar mit Newton und das ging da auch. Aber irgendwie... Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Mal schauen. Ist halt alles ein bisschen doof. Also wenn es jetzt wieder nicht geht, dann bin ich echt... Ich meine, dann könnte man es über Tangle probieren. Wäre auch in Ordnung. Ob das dann besser geht, ist natürlich die Frage. Das weiß ich jetzt dann auch nicht so richtig. Ne? Also von dem her muss man da mal gucken. Aber das sehen wir jetzt gleich. Also, Hier gibt es immer Arbeit. So. Erstmal zwei Schlachthäuser. Und dann den Kriegsdingsbums. Weil vorhin ging's. Nee. Also da ist irgendwie... Weiß nicht, was da das Problem ist. Jetzt rufe ich da nochmal an. Und dann frage ich nochmal. So kämpfen richtig krass. Wir haben jetzt hier ein Problem und zwar funktioniert das irgendwie nicht. Es schmeißt uns nach 10 Sekunden immer raus. Was? Das Spiel sagt, es läuft nicht mehr synchron. Jemand hat die Daten modifiziert. Ja, das habe ich auch manchmal, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Okay, was machst du, wenn das passiert? Aber manchmal geht's dann auch immer. Das ist komisch. Also. Immer wieder neu probieren und irgendwann geht's halt mal. Ja, so war's bei mir auch. Okay. Eine Kumpel. Also einfach... Also das kann man auch... Kannst auch zwei, dreimal starten. Vielleicht funktioniert es erst dann. Meinst du das Gefecht jetzt oder das Spiel an sich? Gefecht. Okay. Also einfach probieren. Also manchmal... Irgendwann funktioniert es dann. Aber wenn es funktioniert, dann stürzt nicht nach 10 Minuten oder so wieder ab, ne? Weil das wäre dann schon doof. Nee. Okay. Ja, wenn man im Spiel drin ist, dann geht das nicht mehr. Außer der hat jetzt Internetabbruch. Okay. Ich habe eigentlich hier saugutes Internet, also das daran dürfte es nicht liegen. Ja, es dürfte bei mir auch nicht am Internet liegen. Von dem her... Ja. Ich habe vor allen Dingen LAN, deshalb ist es eigentlich kein Problem da. Okay. Das liegt dann, denke ich mal, im Spiel, dass es dann nicht so ganz synchron läuft und... Okay. Ja, dann probieren wir es jetzt einfach weiter, bis es klappt. Bleibt ja nicht viel anderes übrig. Ja gut. Dann schauen wir mal. Er meinte jetzt, vielleicht liegt es an der Map, aber das glaube ich nicht. Das sind die ganz normalen Standard-Maps. Nee. Nein, an der Map kann das nicht liegen. Ja. Nee. Es macht jetzt aber auch keinen großen Unterschied, ob man Tangle oder Hamachi benutzt, oder? Ist das die Frage? Aber ihr spielt dann schon mal mit KI-Modder, ne? Mit 6 KIs? Oder? Nee, 1 gegen 1. Achso. Alles, was nicht Festung ist, ist 1 gegen 1. Auf Mordor, ey. Ist doch eine Achterkarte, oder? Ja, weil es im Ring kriegt. Mit 2 Leuten spielen. Ja. Krass. Naja, es ist halt, im Ringkrieg ist Mordor ja auch Mordor. Also von dem her, das soll ja quasi der Ringkrieg in Gefechten sein. Darum geht's. Also wir spielen auf jeder Ringkrieg-Map, die es dort gibt. Also der gesamte Ringkrieg quasi.
Das ist die Idee dahinter. Boah, krass. Aber ich hätte noch mal eine Frage. Ja. Wenn jetzt jemand das Volk Menschen spielen sollte oder allgemein gute Champions. Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt es eh nur bei den Menschen. Gandalf, dass man nicht Gandalf spielen darf. Weil ich hatte das schon sehr oft, dass zum Beispiel mal, wenn man Ork spielt. Ja. Da ist einfach in den Fights, Gandalf stellt sich einfach rein und macht sein Wort der Macht und dann waren alle meine Orks tot. Ich hatte da, sagen wir mal, 10 Trupps und die waren alle weg. Okay. Das ist eigentlich fast so, als hätte man so einen Anfangsschämen. Ich hab mir mal einen Zauberer gemacht, die hatten dann zweimal Wort der Macht und das ist halt dann auch mega stark. Ja gut, sowas. Ja, aber es geht ja darum, dass Gandalf ja ein Champ ist, den man nicht selber macht, sondern der ist einfach so ein Champ des Volkes. Ja. Aber bringt den erstmal halt auf Stufe 10. Ja, eben. Ja, das. Ja gut, sein Stoß seiner Freunde ist auch nicht ganz ohne. Ja. Kann man sehen, wie man will. Schauen wir mal. Gegen Zwerge bringt er relativ wenig. Also ich lege jetzt hier nochmal auf, ich probiere das jetzt noch ein paar Mal. Ich hoffe, das klappt dann. Ansonsten muss ich mal gucken, ob es nicht doch mit Tangle besser ist. Keine Ahnung. Okay. Schauen wir mal. Gut, gut, bis dann. Okay, so. Das ist natürlich doof. Ich hätte nicht gedacht, dass es solche Probleme mit sich bringt. Normalerweise ist es halt auch so, dass das Ganze kein Problem sein sollte, weil er ja bloß ins Spiel reinkommen kann, wenn er die gleiche Version hat. Also werden wahrscheinlich er und ich 2.01 als Patch haben. Das müsste funktionieren. Es ist halt wirklich doof, sage ich mal ganz ehrlich. So, jetzt schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Also gleicher Start wie immer. Das muss funktionieren. Das geht ja gar nicht anders. Also, wie gesagt, ich probiere das jetzt noch 3-4 Mal. Wenn es dann nicht geht, versuche ich es mit Tangle. Wenn es dann nicht geht, dann haben wir ein Problem. Dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich das auch nicht wirklich ändern. So doof es dann auch ist. So, ich baue jetzt hier nochmal ein Schlachthaus. Ja, jetzt scheint's ganz gut zu laufen. Viele Bäume gibt's hier nicht in Mordor. Das ist ein Problem. Also hier gibt's nicht viele, viele Gebäude. Da muss man gleich mal gucken, wie das am besten läuft. Aber gut, das wird schon. Ich sag's jetzt mal so, wie ich denke. Generell ist alles, was erlaubt ist, erlaubt. Also von dem her, sprich, Schiffe, auch wenn sie OP sein können, ja, wenn sie auf der Map dazugehören. Ich meine, hier macht es halt Sinn, Schiffe zu bauen. Transport auf die andere Seite ist eine taktische Möglichkeit, die ich nicht einfach wegschmeißen möchte. Wär mir zu schade. Also, da, ja. Wir haben auch gerade geredet mit Gandalf. Natürlich, das Wort der Macht tötet 10 Truppen der Orks. Ist sehr stark, aber dafür ist das Wort der Macht ja auch da. Und natürlich ist es in deiner, in meiner, in jeglicher Verantwortung, sich um seine Truppen zu kümmern. Wenn man sieht, hey, da ist ja ein Gandalf, dann renne ich da nicht mit 10 Truppen rein, wenn der Stufe 10 ist und gerade noch das Wort der Macht hat, sondern vielleicht versuche ich das ja zu baiten, dass ich sage, hey, hier Wort der Macht, ich renne damit ein paar, was weiß ich was, Wölfen rein oder so. Mit Mordor weiß ich nicht. Ich spiele Mordor sehr wenig. Ob die. Doch, die haben doch auch diese Haradrim-Reiter. Also ein paar schnelle Truppen. Und dann guckt man einfach mal, bis der das castet. Und dann rennt man raus, bevor es einen trifft. Also es gibt Möglichkeiten. Und überall, wo der Gandalf zum Beispiel nicht ist, kann man dann ja angreifen. Ist auch möglich. Ist nicht toll. Kann ich nachvollziehen. Ich habe auch keine Lust, dass alle meine Leute sterben. Aber, ja. So, ich scout jetzt hier mit den Dingern einfach mal, mit den Orks. Guck mir das hier alles mal an. So, hier ist er. Ah, du rennst da hoch. So.
So, schaffen die das? Nein. Okay, also das war schon mal nicht so gut, dass ich da verloren habe. Jetzt fängt es ein bisschen an zu ruckeln. Aha, aha, aha. Die Frage ist halt, wo er jetzt genau gespawnt ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ich baue einfach mal fröhlich weiter. Ich werde das mit der Zeit schon sehen. Also ich finde ihn einfach nicht. Keine Chance, ihn zu finden. Was hat's da unten? Auch nochmal welche. In defensiver Formation. Da muss ich jetzt natürlich gucken. Ich baue jetzt hier oben nochmal was. Der hat überall Zeugs. Ah, jetzt habe ich ihn gefunden. Da oben. Okay. Also hier sind wir schon richtig gut dabei. Das da unten scheine ich nicht zu gewinnen. Ah, das ist natürlich sehr gut für ihn, dass er den Baumeister bekommen hat. So. Jetzt schauen wir mal. Der muss ja irgendwo was haben. So, die können wir töten, das ist gut. Wie schaut's denn da oben aus? Ich glaube, da oben schaut das ganz gut aus. Jetzt holen wir uns mal einen neuen Baum. Oder den Gothmog, der kostet nicht viel. Okay. Ja, ich glaube, ich hole mir den Gothmog, der ist nicht schlecht. Mit dem Zeugs müsste ich das auch ganz gut hinkriegen. Schauen wir mal, was der für uns tun kann. Jetzt ruckelt es wieder ein bisschen, aber es geht noch. So. Haradrim-Palast ist fertig. Falls er nämlich jetzt mit bösen Truppen kommt, Reitern, kann ich auch Reiter ausbilden. So, der hat jetzt hier ein Eomer. Ne, ein Theoden. Theoden. Sehr interessant. Das werden die wahrscheinlich nicht schaffen. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Die Bogenschützen darüber. Ich hoffe, ich habe aufs Spiel geschalten, aber ich traue mich jetzt nicht umzuswitchen. Die Bildschirme zu wechseln. Ah, da hinten. Das ist natürlich böse. So, der hat hier den Bonus. Na, da spammen einfach noch ein bisschen weiter. So, der kämpft hier an der Festung. Das macht er sehr schön. Wenn ich es allerdings schaffe... Oh nein. Das weiß ich nicht. Hat der mich eigentlich zwei Baumeister getötet? Nee, einen. Also das schaffe ich hier nicht. Da unten hat er eine Kaserne, da können wir hingehen. Okay. Oh, ist auf jeden Fall sehr viel anstrengender als gegen eine KI. So viel kann ich schon mal versprechen. Und macht auch um einiges mehr Spaß. So, jetzt holen wir uns hier mal das Auge. Das hier können wir vernichten, das ist super. Dann bauen wir da unten mal. Na komm.
So. Hier. 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 Das können wir vernichten. Das ist schon mal gut. Schön beim Auge kämpfen. Ich glaube, ich brauche noch einen Baumeister. So, die Armeen verliert er. Höhlentrolle? Das brauchen wir jetzt nicht. Reiter, genau das ist das Ding. Reiter. So, hier ist er noch. Das schaut doch ganz gut aus. Noch mal ein paar Ostlinge. So. So, der Gothmog haut da natürlich super drauf. Das hat er nicht zerstören können. Dann schauen wir mal, ob wir ein paar Belagerungsgeräte bauen können. So, der Gothmog haut hier gut rein. Die Reiter sterben auch. Er sieht auch ganz gut aus. Das können wir töten. Ja, schauen wir mal. So, bild mal nochmal aus. Ich hätte gut Lust, ein Sägewerk zu bauen, aber ich weiß nicht wo. So, zurück in die Festung. So, Belagerungswerke. Sehr schön. Das sieht gut aus. So, dann hier nochmal. Das können wir jetzt vernichten, die Kaserne. Das schaut gut aus. Aha. Der hat da einen ganz bösen Helden. Na, mal schauen. So, das haben wir zerstört. Das ist gut. Da war er ein bisschen spät. Vielleicht hatte er Lags. Das kann schon mal vorkommen. Jetzt, ich spam halt wirklich einfach nur alles kaputt, ne? Mehr ist es hier nicht. So, Katapult. Das Gehöft sollte ich vernichten. Das wäre super, wenn ich das bekommen würde. Wo ist denn der Gothmog? Der sollte nicht an der Festung kämpfen. Nach Möglichkeit. So, dann hau da mal auf den. Oh ja, der kriegt. Der kriegt gut. So, hier weiterbauen. Ich bin so schlecht mit meinem Makro, das gibt's gar nicht. So, was kann ich mir holen? Ja. So, erstmal hier das zerstören. Und dann das zerstören. Gegen den Troll sollten wir nicht kämpfen. So, der Gothmog, der macht es. Der ist ein sehr guter Held, muss ich sagen. Sehr stark, richtig mächtig. Und ich glaube, Mordor haben wir im Sack. Ein paar mehr Katapulte würde ich mir wünschen. Komm schon, ein bisschen mehr Geld. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Wenn er nicht irgendwo eine zweite Festung hat, dann haben wir das. Theoretisch. Der eine Gondor-Soldat wird es ihm auch nicht mehr rausreißen. Drachen? Oh, hier ist Drachen. Das ist gefährlich. So. Ich glaube mal, wir haben es so gut wie gewonnen. Er gibt noch nicht auf, das gefällt mir sehr gut. Keep your spirit up. Aber das war's. Tut mir leid. Kaputt getötet. Was ich machen werde. Vielleicht. Ich speichere das jetzt, ne? Mordor versus Newton. Bam.
Weil dann kann ich da vielleicht mal eine Analyse machen. Ich bin da nicht gut drin, aber vielleicht anschließend, nachdem alles fertig ist, vielleicht noch eine kurze Analyse, das Zeugs nochmal durchgehen. Schauen wir mal. Jetzt allerdings gehen wir erstmal zurück in die Skype-Konferenz. Rufen die guten... Hallöchen! Hallo! So, ihr müsstet noch den Stream sehen können. Ja. Voller Spannung. Da schalte ich jetzt auch mal kurz rein. Natürlich lautlos, damit sich nichts überlappt. Ach ja, 5 Minuten ist groß. Ist ein langer Delay. Macht aber nichts. Das Einzige, was ich beim Mörder gut finde, ist Goffmog, weil der ist ein richtiger Reinknuppler. Da war ich echt am Überlegen, soll ich ihn mir holen oder lieber irgendwie Belagerungswerk oder so, aber Goffmog, ich hatte den schon so in Erinnerung, dass der so richtig Power hat. Ja, ich würde lieber... Ja, weil der ist der Einzige, der richtig gut beim Mörder ist, weil Mörder ist ja so ein Volk, das hat einfach nur große Mengen. Ja. Der gibt einfach Führerboni für die ganze Menge und der schlägt übel schnell zu, hat einen Wutanfall. Mhm. Das ist echt krass. Ja, der ist besser als Belagerungswerke. Ja. Also ich war da so am Banken, Belagerungswerke, Trollkäfig oder Gothmog und dachte mir dann, ja, so ein Held kann nicht schaden und der ist fürs Geld richtig stark. Der kostet nicht viel, der kostet 1200? Ja, das ist geschenkt. Ja. Das ist echt geschenkt. Der ist fast wie dir, der ist genauso wie Arzog von den Orks, finde ich. Der ist auch geil, der Arzog. Ja. Der hält mir zu wenig aus, finde ich. Nur dass der Arzog, der geht halt eher auf Geld. Mit dem machst du richtig viel Kohle, wenn die Orks erkennen. Aber wenn du jetzt eine riesen Ork-Horden hast, bringt er dir fast nichts. Ich meine, da musst du schon vor der Base stehen, praktisch, damit er dir auch richtig Geld gibt und so. Habt ihr mal Drogos stärkste Fähigkeit in diese Gruppe reingemacht? Das sah so heftig aus. Diesen Level 10 Flammenblitz-Dingsbums. Ja. Genau. Ja. Aber alles war weg. Das ist halt einfach nur Wumms bis zum geht nicht mehr, das stimmt. Ja. Das ist echt stark. Aber die KI mit ihrer großen Armee und einfach weg. Ja. Also ich muss sagen, das Spiel war echt cool. Sag ich nicht. Ich denke mal. Aber es hat massig Spaß gemacht. Ich gebe es zu, ich bin am Zittern vor Aufregung. Positive Aufregung. Also bei StarCraft, ich kenne das so ein bisschen, wenn ich da mal Turniere oder was gemacht habe, da war ich auch so körperlich nervös und das Gefühl habe ich jetzt ja auch. Und ist einfach nur toll. Also das ist richtig, richtig so, wenn's Adrenalin pumpt, nur einfach so aufgeregt bist. Und kein Vergleich gegen KI, also richtig da. Dauernd diese Flankenangriffe. Ich habe das schön gesehen, wie der Newton mit den Reitern immer rein, rum, um dann seitlich in die Bogenschützen reinzugehen. Das hat er immer sehr schön das versucht. Macht er die KI nicht, ne? Nee, gar nicht. Einfach nur A-Klick rein und fertig. Das macht eine KI nicht. Die ist da nicht so. Ja, das stimmt. Nee, aber das hat mir extrem gut gefallen. Was ich aber auch sehr interessant finde, ich habe das mal so geschafft, dass ich einfach nur, sagen wir mal, bei einem Volk, habe ich einfach nur die Bogenschützen so stehen gehabt und habe ich da drum einfach nur so Lanzenträger rumgestellt mit Positionieren. Das geht ja nur, wenn man gedrückt hält. Ja. Dann konnten halt die Reiter einfach nicht an die Bogenschützen drankommen. Das hat auch was. Das stimmt. Am besten hält man immer einen Schwertrupp hinten. Ja. Ja. Also man muss da schon sehr viel taktischer agieren, das stimmt. Aber ich habe auch schon gemerkt, wenn die Elben mit Silberdon fallen, die machen die Bogenschützen auch die Reiter, bevor die einfach da sind. Ja, okay, das stimmt wirklich. Ja. Ich habe mir da so gedacht, okay, dann reite ich in die, diese Waldläufe von denen von hinten um, da waren einfach meine Reiter schon tot. Das ist ja, mit Wagen brauchst du, finde ich, erst gar nicht überreiten, weil die kommen eh nie an, auch wenn es nur Schwertkämpfer sind. Aber ich finde, man hat schon mit Mordern einen großen Vorteil gegen die Menschen, finde ich. Das hat man ja auch oft gesehen, halt in echten Filmen. Ja, ich weiß es nicht. Also was mir aufgefallen ist, dass seine Schwertkämpfer, also erstmal hat er meine Position viel schneller gefunden als ich seine. Das war ein guter Vorteil für ihn. Und die Gondor-Soldaten sind um einiges stärker als die ganz normalen Ork-Horden, wenn man das ja, klug spielt. Viel mehr Mordertruppen als der Gondor-Soldaten macht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Er hätte vielleicht, wenn er früh mit Reitern
angefangen hätte, glaube ich, hätte es ganz anders ausgehen können. Okay, jetzt ist vorbei. Okay, so. Dann, wer ist der Nächste? Jetzt kommt's. So, ich mache mir jetzt hier nur eine kurze Notiz irgendwo hin. Ja, ich habe mir nämlich gerade noch den Patch heruntergeladen, den 2.01, weil ich hatte noch die allererste Version. Mm, sehr gut, ja. Ja, das ist das Problem, weil dann hast du noch die richtig starken Katapulte von Angmar, die wurden ja abgeschwächt. Mhm. Ja, genau, das wüsste ich nicht. Ich hatte die nur noch in Erinnerung, dass die eben mordsstark waren und bei Angmar, ich habe eigentlich nur Katapulte gebaut und hast schon gewonnen. Ja, die Katapulte waren erst dann stark, als sie die Eisgeschosse haben, aber die haben jetzt die Eisgeschosse abgeschwächt, indem man nicht mal so viel... Aber es sind immer noch ordentlich mit Wumms, muss ich sagen. Also mit den Eisgeschossen... Und die haben das ja noch gepatcht, dass die Kugeln nicht immer treffen, sondern auch daneben gehen. Ah, okay. Können. Jetzt bin ich am gucken. Das ist mir auch aufgefallen. Sagen wir mal, die haben. Also ich habe da jetzt noch nie so drauf geachtet, aber. Was ich sehr schwach finde, da habe ich den Sinn noch nicht so ganz verstanden, ist bei Isengard die Ballisten. Die machen gegen Gebäude so wenig Schaden. Ja, die machen gegen Gebäude keinen Schaden, sondern eher gegen Einheiten. Also Ballisten brauchst du gegen Gebäude nicht einzusetzen. Das sind Einheiten. Also Katapulte machen weniger Schaden gegen Einheiten, machen aber mehr Schaden gegen Gebäude und Ballisten sind eher gegen Einheiten und nicht gegen Gebäude. Okay, weil da muss ich dann echt mal gucken. Ich bin ja jetzt gerade mit Isengard im Let's Play Ringkrieg unterwegs und habe da gemerkt, die Ballisten, die Reichweite ist toll, aber der Schaden ist so gering und da weiß ich noch nicht, wie ich die gegen Einheiten nützlich benutzen kann. Hast du denn schon die Minen gemacht? Die Minen sind geil. Die Minen sind super, aber die musst halt hinkriegen. Da musst du halt auch erst die Belagerungswerke Stufe 3 haben und dann halt noch die Minen an den Ort hin. Ja, das ist das Problem. Das Coole ist... Und deine eigenen Einheiten schön weg. Ja, ich habe oft erlebt, dass ich da meine eigene weggesprengt habe. Habt ihr schon diese... Im ersten Teil von Herr der Ringe habt ihr da schon die Böse-Kampagne gemacht? Ja. Ja. Da greift man ja Helms Klamm an. Da habe ich einfach mit Isengard, habe ich einfach 10 Minen an diesen Klamm gestellt und habe einfach einen Feuerfall drauf gemacht, der ganze Klamm war weg, Junge. Geil. So ein Domino-Effekt. Bum, 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 bum. Sehr schön. Ich habe das mal auch eben bei Helms Klamm, wenn ihr durchs Haupttor geht, dann steht doch genau drüber ein Theoden. Und ihr müsst genau unterm Theoden, der steht auf einer Anhöhe, eine Mine platzieren. Das habe ich mal gemacht. Und hab die angezündet. Der Theoden ist obendrauf gestorben. Krass. Wie ist der Theoden immer runtergekommen, ist dann an meinem Held gestorben. Voll blöd. Also die Mine geht von oben bis nach... Na, okay, die hat also ordentlich... Ordentlich Wumms. Na gut. Wenn ihr soweit seid... Ja... Würde ich jetzt den nächsten ziehen? Ja. Alles klar. Dann lasst mich hier kurz umschalten. Und das hier. Okay. Also ich ziehe für die Verteidigung Rohans spielt Jones. Oh, okay. Jones LP. Der kommt dann auch gleich hier, hat er auch eine Schlacht. Ich mache das dann so, dass die Leute, die schon gespielt haben, in zukünftigen Schlachten nicht ausgelost werden, bis jeder, der da war, ausgelost wurde. Also, dass das halt sich fair verteilt, es sei denn, es ist kein anderer da. Also, ich guck, dass wirklich jeder mal spielen kann, so gut ich es halt kann, wenn das okay ist. Weil, ich hätte das jetzt eigentlich auch so verstanden. Dass es mal so ist, wenn, sagen wir mal, mehrere da sind, dass man dann auch so macht, dass man die Aufteilung dann gegeneinander spielt. Zum Beispiel auf Mordor ist ja eine Achtermap, da kann man ja auch zu viert drauf spielen. Nee, Ziel war es wirklich, weil halt viele gegen mich oder mit mir spielen wollten, da so viel 1-gegen-1 zu machen, das halt im Ringkrieg zu machen. Aber wenn das gut läuft, kann man da sicher in nächsten Projekten dann mal das ändern, muss ich mal gucken. Wie ist es eigentlich? Wie oft ist es dann? Also... Von den Tagesschieden her. Ah, du meinst, wie oft das der Stream jetzt quasi ist? Ja, genau. Alle 2 Wochen. Okay. Das heißt, ich kann, also runtergerechnet wäre das, einmal spiele ich mit einem von euch jede Woche runtergerechnet.
Das ist, denke ich, ganz okay. Das kann ich durchboxen durch meinen Zeitplan. Das passt ganz gut. Und ich werde das auch während der Uni dann gut machen können. Das ist dann... Ja, weil ich bin nämlich noch Schüler und ich habe eh zu viel Freizeit. Ah, okay. Ja, ihr könnt auch hier gern diese Gruppe hier nutzen und miteinander zocken. Und wenn ich mal da bin, mache ich auch mit. Kein Thema. Oder trainieren, üben, euch absprechen. Ihr könnt da das verwenden, wie ihr wollt. Also, wenn ihr da eh Zeit habt... Ich habe das ja eh gemacht, damit man sich unter anderem ein bisschen besser kennenlernt, mehr miteinander zusammenwächst und so halt als Community. Dafür ist es gedacht. Nicht nur für Klicks auf YouTube. Nicht nur. Auch, aber nicht nur. Also sind die Spieler dann auch in YouTube, ne? Genau. Ah, okay, cool. So, also, der Jones, der findet sich jetzt dann bitte ins Spiel ein, falls er noch nicht hat. Ich habe aber Tangle. Ach, du bist der Tangle-Typ. Okay, dann muss ich das mit Tangle machen. Ich bin auch ein Tangle-Typ. Du bist der Tangle-Mensch. Dann muss ich Tangle. Ich bin auch ein Tangle-Mensch. Okay, soll vor Beginn eine Wiederherstellung. Ja, bitte mach mir einen Wiederherstellungspunkt. So. Ah. Hast du es schon mal benutzt, oder? Nein, noch nie. Also, wenn du Tangle startest, dann musst du ihm deinen Account-Namen und so eingeben. Aha. Wie du es installiert hast eben, wie du dich genannt hast und dein Passwort. Okay. Und danach müsste so eine, unten rechts so ein graues, na, es ladet halt. Und irgendwann kommen so Symbole dann in der Mitte, so ein Play, also so ein Startzeichen ist dann da. Und noch vier drei Zeichen, das ist dann so wie ein Viereck. Okay. Und dann oben links steht Netzwerksuche und dann musst du eben Schlacht um Mittelerde eingeben. Okay. Das gucke ich jetzt gleich. Ich installiere jetzt erstmal alles. Das dauert ja alles nicht lang. Das ist ja ein ziemlich kleines Programm. Hoffe ich. Ich hoffe nur, dass ich den PC nicht neu starten muss. Das mache ich jetzt nämlich nicht. Der arme Stream. Also ich musste meinen nicht neu starten. Gut, ich werde meinen nicht neu starten. Außer es geht sonst nicht, aber das sehen wir gleich. Möchten Sie diese Gerätesoftware installieren? Ja. So, der macht noch. Jetzt bin ich mal gespannt. Installation wird beendet. Okay. Wenn das dann auch wirklich macht. Jetzt. Nein, ich werde den Computer später neu starten. So. Dann starte ich jetzt Tangle. Okay. Wow, sind das viele Icons. Tangle Start. Benutzername, Passwort. Genau. Okay. Die ich halt genannt hast und das Passwort halt. Ups, jetzt habe ich meinen zweiten Rechner gestartet. Okay. Ja, ich habe zwei Rechner nebeneinander. Okay, okay. Ja, das ist so entspannter, das ist echt cool. Mein alter und mein neuer. Ich habe ja einen neuen Rechner. Der leistungsfähig geil. Mhm. Ich muss mich halt erst Computer und Laptop. Okay. Und ich habe jetzt halt bei meinem Laptop, ich kann das halt an meinem Computer gar nicht mehr Herr der Ringe spielen, weil es da halt die Installation nicht klappt. Ah, muss okay. Ich Laptop machen. Mhm. Da ich das nämlich früher mal installiert. Und hat es funktioniert mit meinem Locken? Ich muss erst noch einen Account erstellen. Ah, okay. Ich soll mir wichtige Hinweise zu lesen und sagen, ich bin kein Roboter, das habe ich jetzt gemacht. Ja, da muss man drauf drücken, ich bin kein Roboter. Ich weiß zwar auch nicht warum, aber. Ja, so, jetzt rödelt der. Mal gespannt, was da jetzt passiert. Sollte es nicht weiterlaufen, musst du es halt nochmal neu machen. Das war bei mir das Problem. Es ist nicht gleich durchgelaufen, sondern es hat so Absturz dann in der Mitte. Also es ist hängen geblieben. Musst du es einfach nochmal wiederholen. Ja, jetzt hat es gerade gemacht, genau. Einfach nochmal die Seite neu laden und gut ist. Ja. So. Was? Übertragungsfehler, das kann ich sagen. Jetzt. Registrieren. Ich soll einen Bestätigungslink klicken, das machen wir doch gleich. Sofern die E-Mail kommt. Ja, genau, da muss eine E-Mail kommen.
Das wär's jetzt, wenn die jetzt lange braucht, bis er da ist. Sauerei. Ja, bei mir hat sie, ja. Na, so 2-3 Minuten hat sie schon gebraucht. Ja, gut, das macht ja nichts. Die Zeit haben wir ja. Nur wenn es jetzt eine Stunde dauert, weil das gibt's manchmal, gehen so E-Mails im WWW einfach verloren und kommen erst eine Stunde später an. Passiert selten heutzutage, aber. Ja, da musst du, wenn es jetzt nach 10 oder 5 oder sagen wir nach 5 Minuten nicht kommt, sendest sie gerade nochmal. Ja, genau. Ne, gucken wir mal, der Thunderbird müsste sich da eigentlich gleich melden, sobald das er hat. Ja, von Tangle habe ich halt noch nie was gehört, wusste ich gar nicht. Aber es scheint ein relativ größeres Ding zu sein. Ja. Ich bin mal, nicht wundern, ich bin mal kurz weg, ich hole mir noch kurz was zu essen. Ich habe seit heute Mittag nichts mehr gegessen. Alles klar, guten Hunger. Ja, ich bin gar wieder da, ich esse vor dem Computer, ich bin gar wieder da. Wer heutzutage ist nicht vor dem Computer? Ja. Zeitsparend. Ja, Multitasking. Irgendwas auf Netflix vorm PC gucken, surfen, mit dem Smartphone noch irgendwas nebenbei machen. Wer kennt's nicht? So, jetzt schauen wir aber mal. So langsam müsste die E-Mail. Ich finde aber, es gibt so kein Volk, was eigentlich so einen richtig großen Nachteil hat, außer die Orks und die Zwerge. Da würde man einfach schon sofort aufgeben können, wenn man jetzt mit Zwerge gegen Orks gegen Zwerge spielt. Also, aber ich finde das echt lustig, wenn einfach so ein Zwergen-Champ in die Ork-Armee reingeht und einfach nicht überlebt und die Ork-Armee tot ist. Ja. Mhm. Ja, Zwerge sind halt wirklich stark und sie haben nicht viele Nachteile. Aber nur, würde ich sagen, richtig stark sind die nur gegen die Orks. Und Mordor finden die, glaube ich, auch platt. Ja, da ist es halt, die, nur, weil die, viel aushalten. Die sind halt wirklich stark. Also die können 3 bis 4 so Bataillone im Alleingang zerstören, wenn man es richtig macht. Ja, das ist, aber gegen die Elben haben die keine Chance. Die Elben sind zu mobil und die machen zu viel Schaden. Die Zwergen können halt nur durch die Minen wirklich mobil sein. Und wenn man die zerstört, schaut es wieder ganz schwer aus. Ja. Das stimmt schon. Aber ich finde die Wagen stark. Die rennen einfach deine ganzen Truppen. Die sind ja furchtbar. Und du kannst sie ja noch upgraden. Ja, mit der Esse, die ist geil für die anderen. Deine Truppen. Die Esse ist richtig stark. Ja. Da hier im Unerwünscht-Ordner ist sie gelandet. Wurde nicht aktualisiert zur Registrierung abschließen. Da kann ich lang reiten. Aber wenn du mit den Zwergen keine Rohstoffe bekommst, dann hast du verloren, weil du brauchst die Rohstoffe, weil die viel kosten. Ja, das stimmt. Ich mach das immer so, ich gehe sofort auf die Rohstoffgebäude. Ich spam da nur Truppen rein, um dann eben die Rohstoffgebäude kaputt zu machen. Mhm. So, ich bin wieder da. Sehr schön. Hab mir grad Gulasch geholt. Nett. Meine Mutter hat. Account-Lizenz, das kostet ja was. Nee, das ist eine kostenlose Version. Wähle deine Account-Lizenz. Basic Plus? Basic, ach, da unten. Ja, haha, schön versteckt. Danke, Tangle. Ja, das ist ein bisschen versteckt. Okay, installiert habe ich den ganzen Kram schon. Gut, dann probiere ich jetzt nochmal mich einzuloggen. Ich meine, die würden ja nicht freiwillig die kostenlose Version nach oben tun, wo es jeder sieht, ne? Ja, das stimmt. Aber sowas wäre halt für mich sofort der Grund, wieder zu deinstallieren zu sagen, gut, dann nicht, ne? Wenn ich es jetzt nicht besser wüsste. Okay, also ich scheine drin zu sein. Dann schaue ich jetzt mal, wo ich da. Links müsste Netzwerksuche stehen. Ja, Netzwerkkategorie, Netzwerksuche. Also ich habe hier Herr der Ringe. Nee, da musst du Schlacht um Mittelerde. Einfach nur Schlacht um Mittelerde eingeben. Okay. Jetzt öffnet sich hier ein Werbungsfenster. Aber es ist was anderes, wenn man gegen andere Leute spielt, oder? Als gegen KI, ne? Ja. Und dann müssten so Listen kommen, nachdem du eben das eingegeben hast. Und dann müsste irgendwo Schlacht in Mittelerde 2 Aufstieg des Hexenkönigs dastehen. Ja, habe ich. Und da klickst du jetzt drauf. Doppelklick. Du befindest dich bereits im Netzwerk. Bla bla bla. Okay. Jetzt muss ich mal gucken.
Okay, ich scheine. Moment, Netzwerkwechsel wird abgeschlossen. Ja, das musst du machen. Theoretisch, ich wäre jetzt schon im Tunnel drin, also ich würde dich sehen, wenn du dann in den Ordner reinkommst. Okay. Ja, ich muss jetzt gerade gucken, jetzt ist mir das Tunnel gerade abgestürzt. Wie heißt denn du? Ich bin gerade drin, glaube ich. Mir zumindest. Ah ja, ich sehe dich. Jetzt bin ich auch drin. Also du warst gerade eben drin. Ja, und dann ist es mir abgeschmiert. Ich habe es gerade neu gestartet. Ja, dann muss es neu starten. Ich war gerade eben drin und dann ist es abgeschmiert. Es wurde ein mögliches Problem festgestellt. Ja, okay, danke. Mach einfach. So, probieren wir das nochmal. Netzwerksuche. So, Aufstieg des Hexenkönigs. Doppelklick. Ich bin gespannt. Und welches Volk willst du spielen? Das war genau das Ding, was ich jetzt beim guten Newton total vergessen hat. Eigentlich sollten wir das immer zeitgleich sagen. Ich weiß nicht, wie wichtig euch das ist, wie diesem Kontern. Wenn es euch vollkommen egal ist, kann ich es auch sein lassen. Jetzt bist du wieder drin. Ja. Dass man das zeitgleich sagt. Egal. Weil wenn man wirklich gut spielt, dann kann man jedes vollkommen. Eigentlich schon. Egal. Eigentlich schon, aber das kommt halt drauf an. Also ich stell's euch, sag mal so, ich stell's euch frei. Wenn jemand drauf besteht, gut, wenn nicht, dann nicht. Mir ist es relativ wurscht. Also mir ist es auch egal. Also ich nehme halt mein Land, was ich vorhin entschlossen habe, auch wenn der andere dann was anderes nimmt. Ja. Und genau, wenn du jetzt eben drin bist, dann öffnest du jetzt einfach Schacht und Mittelerde. Aufstieg 6. Das darf noch nicht offen sein, oder? Darf das... Ich hab's ja schon geöffnet. Muss ich das nochmal schließen? Nein, bloß nicht schließen. Sonst bist du ja raus. Nee, er meint das Spiel. Achso, ja, das Spiel muss nochmal verlassen. Okay. Also ich beende das Spiel. Und jetzt über den Play-Button draufgehen, oder? Nee, ich gehe immer über das normale Spiel. Okay. Also dann nochmal auf die Krone klicken. Gut. Oder die. Oh, ist eine Krone, ne? Ist das so ein blaues Icon? Die Hexenkrone. Ja. Ja, genau, die Hexenkrone, genau. Obwohl die eigentlich silber ist, weil das Eisen ist, aber. Aber Angma ist blau. Wieso blau? Keine Ahnung. Angma hat doch so viel blaue Sachen. Hä? Was ist denn da blau, Junge? Alle betrunken. Okay, also ich bin jetzt da. Ich rede jetzt nicht nur von den Männern, die blau sind. Okay. Also ich habe das Spiel jetzt gestartet. Ah, und die Orks sind alle braun oder was? Ah, er sagt bei dir keine Verbindung möglich. Ich denke mal, die blaue Krone wird dann mit der Eiszeit so in Verbindung gesetzt. Ja, wahrscheinlich, ja. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, weil das mit dem Tangel. Also ich bin jetzt im Spiel. Seht ihr euch überhaupt? Also seht ihr euch im Tangel? Ich sehe ihn, aber da ist ein rotes X davor und steht dran, keine Verbindung möglich. Ja, bei mir ist auch bei dir ein rotes X. Bei den anderen ist irgend so ein. Also ich sehe jetzt bei dir nämlich auch ein rotes X. Jetzt ist halt die Frage, was ich für Einstellungen machen muss, damit das rote X weggeht. Ich weiß es auch nicht, ich hatte noch nie ein rotes X. Ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Dass keine Verbindung möglich ist zwischen uns. Steht ja auch dran. Ja genau, aber ich weiß jetzt nicht warum. Schauen wir doch mal, ob Dr. Google was findet. Oh, ich habe gerade als Hintergrundbild habe ich richtig geil, wie Aragorn da die Uruk-hai abschlachtet. Aus der, wie heißt das? Amon Hen, oder wie hieß der nochmal, dieser Hügel? Ja, Amon Hen, die ehemalige Festung von, oder so ein Außenposten von. Ja, ich finde die Hintergrundgeschichte von Amon Hen richtig cool eigentlich.
Da gibt es ja immer so Hintergrundgeschichten zu, die kann man sich ja angucken. Ja. Was heißt angucken? Durchlesen. Hat eigentlich irgendjemand von euch so ein Vokabelbuch für schwarze Sprache? Nein. Nein. Brauche ich auch nicht. Na, ich hab mir. Sagst du in der Schule, sagst du dem Lehrer die Antwort, aber in der schwarzen Sprache. Ja, ungefähr. Ja, ich hab. Wenn Herr der Ringe fliegen, haben wir jetzt mal die, ich glaube, was waren es? 1000 Vokabeln der schwarzen Sprache. Und so. Aber wenn man sprechen kann, das hört sich schon echt geil an. Das habe ich mal auch so. Habe ich mir mal so auf YouTube, da gibt es ja diese immer so Kastendinger, keine Ahnung, ja, wo man sich verkleidet. Und da konnte so einer richtig gut die schwarze Sprache. Und das hat dann einer auf YouTube aufgenommen. Das konnte man sich anhören. Ja, das klingt schon cool. Aber ich habe ein Problem, ich kann es einfach nicht. Ja, ich habe auch eigentlich mehr Interesse, Englisch-Vokabeln oder so zu lernen, als sowas. Das bringt mir mehr. Ich habe gar kein Englisch in der Schule. Außer ich möchte gerne nach Valorien. Da könnte ich natürlich die schwarze Sprache lernen, aber... Also ich weiß jetzt nicht mit dem Tangel... Weiß ich nicht. Tunkle. Sonst probiert es dann nochmal über Hamachi, wenn es jetzt gerade über Tangle nicht funktioniert. Oder habt ihr nur Tangle? Also ich habe beides und Tangle funktioniert jetzt gerade nicht, weil ich nicht weiß, wieso. Ja, die anderen beiden haben gesagt, dass die Installation nicht klappt bei Hamachi. Ja, ich kann auch mal kurz im Internet gucken. Und ich auch finde. Ich kann halt jetzt gerade nicht auf den Router und Zeugs zugreifen, das geht halt jetzt nicht mit Portfreigabe und so. Solche Dinger fallen halt leider gerade flach. Also am Anfang hatte ich mal das Problem gehabt, dass bei mir so ein Adapter gefehlt hätte. Da musste ich mir noch irgend sowas runterladen oder so einmal. Aber es würde dann oben dastehen bei dir, wenn das so wäre. Ich hatte mir voll viel Arbeit gemacht, ich habe meinen Computer mit zum Freund genommen. Und dann hatte ich da kein WLAN, weil ich meinen WLAN-Verstärker vergessen habe, weil ein Computer muss ja irgendwas haben, womit er ein WLAN empfangen kann. Da muss ich nochmal zurück, das war voll ärgerlich. Weil ich hatte jetzt noch keine Lust von, er hatte zwar WLAN-Sticks, aber dann muss ich die wieder konfigurieren an meinem Computer und das wollte ich auch nicht. Ja. Ja, was klappt denn da nicht? Vielleicht nochmal wieder einen Router neu starten? Oder keine Ahnung. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass du den Computer nicht vorher gestartet hast. Ich habe jetzt hier auch gerade im Internet gelesen. Ja, passt. Ja, hier steht nämlich, dass man den PC neu starten soll und danach eben nochmal Tangle starten soll. Und dann sollte sich das Netzwerk, also das Kreuz, sollte dann verschwinden. Gut, okay. Ich probiere das. Auf einer Tangle-Seite im Internet, da steht es eben, dass es so ein kleiner Bug sein kann. Also gut, dann probiere ich das jetzt. Wenn es nicht geht, dann muss es halt über Hamachi sein. Werde ich dann nicht ändern können. Dann bis gleich.